Ja, zunächst einmal erwartet Sie sicherlich ein guter Sport hier auf den Schanzen. Die Qualifikation am Freitagabend, dann das Teamwettkampf am Samstagabend und dann der Einzelwettkampf am Sonntag. Dann haben wir auch am Samstagnachmittag das FIS-Jugendspringen, das wir jetzt zum wiederholten Mal hier in Hinterzarten haben. Und bei dem schon beim ersten Mal Springer dabei waren, die heute jetzt in der Weltklasse bereits sind. Ich erinnere nur an Peter Priuc aus Slowenien, der im vergangenen Winter sehr gut mit dabei war und der hier in Hinterzarten beim ersten FIS-Jugendwettkampf auf dem dritten Platz war.